Virussicherheit auf vier Rädern. Wenn das Corona-Mobil einmal wöchentlich bei diesem Getränkehändler in der Nähe von Göttingen anrollt, heißt es für Herstellungsleiter David Lehmann und seine 400 Kollegen, Hände desinfizieren und einsteigen. Jetzt werde ich mal die Temperatur an der Stirn messen. Was sagt die Temperatur aus? 36,2. Wenn sie über 38 werden, dann würde es schon langsam kribbelig werden. Neben Fiebermessen wird auch auf das Virus untersucht. Das Personal hat eine medizinische Grundausbildung und wurde vorab von einem Arzt eingewiesen. Die Idee kommt von Apotheker Wolfram Schmidt. Er weiß, dass gerade kleine und mittelgroße Unternehmen Probleme haben, ausreichend Schnelltests zu kaufen oder Personal dafür abzustellen. Die Forderung der Politik, testen, 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 ohne private Initiativen wie seine kaum zu stemmen. Im Moment ist es so, dass dieses Fahrzeug eigentlich nahezu ausgebucht ist. Es gibt noch ein paar Nachmittagstermine, wo man was einrichten kann. Aber da das doch auch sehr gut ankommt, also die Resonanz ist durchgängig gut, wird das eigentlich immer wieder gebucht. Auch diese niedersächsische Kälterei fährt das Mobil wöchentlich an. Für Inhaber Klaus Demuth ist es eine einfache Rechnung. Alle sind aufgeteilt in Teams, sodass wenn wir jetzt sogar jemanden feststellen würden im Team, dann könnten wir das Team zur Sicherheit in Quarantäne stecken, aber davon würde die Firma nicht umfallen. Zumindest in dieser Woche ist das nicht nötig. Alle Testergebnisse waren negativ. Doch der Weg für das rollende Corona-Mobil dürfte so schnell wohl nicht enden.